Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, Drucksache 19/2184, eingebracht wird es von Herrn Roth von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, am 3. Mai 2008 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention verkündet und ein knappes Jahr später, am 24. Februar 2009, ist die Bundesrepublik Deutschland durch Unterschrift dieser Konvention beigetreten. Seitdem haben sich die Anforderungen an das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz wesentlich verändert. Es entspricht in einigen Teilen seiner jetzigen Fassung nicht mehr den durch die UN-Behindertenrechtskonvention vorgeschriebenen Standards an Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Folgerichtig haben die Fraktionen von CDU, von FDP und Bündnis 90 Die Grünen bereits im Dezember 2009 einen Antrag in den Hessischen Landtag eingebracht, in dem sie feststellen, dass das Hessische Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auf Grundlage der UN-Konvention weiterentwickelt werden muss. In gleichem Antrag wurde die Erstellung eines Landesaktionsplans zur Umsetzung der Konvention über die Rechte behinderter Menschen beschlossen. Im August 2012 wurde dieser Aktionsplan veröffentlicht und in dem Zusammenhang hat Staatsminister Grüttner darauf hingewiesen, ausdrücklich betont, dass die Leitlinie und die Orientierung der hessischen Politik von und für Menschen mit Behinderungen für die nächsten Jahre dieser Aktionsplan sei. Daraus, sagt er, ergeben sich naturgemäß, dass der vorliegende Aktionsplan nicht den Endpunkt der Entwicklung darstellt, sondern im Gegenteil den Beginn eines gemeinsamen Prozesses zur Weiterentwicklung bestehender und die Umsetzung neuer Maßnahmen, Initiativen und Projekte will. Genau dieses Anliegen machen auch wir uns zu eigen und bringen deshalb heute den Änderungsantrag zu diesem Gesetz ein und das aus mehreren Gründen. Ich will das an drei Beispielen deutlich machen. Zunächst Paragraph 1, bereits das Gesetzesziel hat sich geändert, muss neu formuliert werden, abhängig von der UN-Behindertenrechtskonvention. Deshalb heißt der neue Wortlaut, Ziel dieses Gesetzes ist es, im Sinne von Artikel 1 UN-Behindertenrechtskonvention den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderung zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern. Menschen mit Behinderungen sind die vollständige und gleichberechtigte Teilhabe am Leben und in der Gesellschaft zu gewährleisten und eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Dabei ist ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung zu tragen und die Benachteiligung wegen der Behinderung zu beseitigen und zu verhindern. Und davon ausgehend ergeben sich dann ein paar Dinge, die ich jetzt nur stichwortartig nenne. Zum Ersten, neben der Beauftragten auf Landesebene, der Beauftragten der Landesregierung für die Menschen mit Behinderung, dafür brauchen wir ergänzend dringend einen Landesbeirat. Und das, was wir auf Landesebene dann, so ist es im Gesetzentwurf vorgesehen, einrichten, braucht ein Spiegelbild auch auf der kommunalen Ebene, sodass wir auch in den Kommunen Beiräte haben, um diese Teilhabe, um diese Mitwirkung, die volle Teilhabe auf diesem Weg zu ermöglichen.
Das ist eine der wesentlichen Veränderungen. Ich nenne einen zweiten wichtigen Punkt, der in § 9 benannt ist, Benachteiligungsverbot. Das heißt, dass wir auch die kommunalen Gebietskörperschaften neu im Rahmen ihrer gesetzlichen oder satzungsgemäßen Aufgaben mit in die Verpflichtung zum Benachteiligungsverbot einbeziehen. Bisher waren sie das nicht. Das galt für das Land und seine Behörden, für die nachgeordneten Behörden und für die der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften. Das muss auch jetzt ausgeweitet werden auf die kommunalen Gebietskörperschaften. Ich nenne einen vierten Punkt. Bei der Neuformulierung des Gesetzes, und deshalb ist es gut, dass wir es an dieser Stelle lesen, unmittelbar an einen Gesetzentwurf, wo es ums Wohnen geht. Der § 7 beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Wohnen von Menschen mit Behinderungen und er orientiert sich neu auch an der UN-Behindertenrechtskonvention. Das heißt, Menschen mit Behinderungen sind uneingeschränkt berechtigt, ihren Wohnsitz und die Wohnform selbst zu bestimmen. Dies gilt auch für Menschen mit erhöhtem Assistenzbedarf. Angebote des selbstständigen Wohnens sowie der ambulanten Tagesförderung haben Vorrang vor stationären Betreuungsformen. Der alte Grundsatz, ambulant vor stationär, kommt hier auch wieder zum Tragen. Und schließlich und letztens beschäftigt sich der Gesetzentwurf mit einem Thema, das auch heute in der Debatte eine Rolle gespielt hat, nämlich die besonderen Belange von Frauen mit Behinderungen. Auch dort gilt, dass Frauen benachteiligt sind und dies ist für behinderte Menschen in besonderer Weise tragisch. Das werden wir in der Arbeit im Ausschuss und in den sich danach ergebenden Debatten noch ausführlich erörtern können. Das waren die wesentlichen Punkte der Änderung dieses Gesetzes. Ich freue mich schon auf die Auseinandersetzung um dieses Gesetz im entsprechenden Ausschuss. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Roth. Als nächster Redner spricht nun Kollege Ruck von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, ich brauche fast die grundsätzlichen Punkte der UN-Behindertenrechtskonvention angeht und den Rahmen, in dem wir diskutieren, jetzt nichts mehr hinzuzufügen an dieser Stelle. Es würde eigentlich nur zu einer hohen Zahl an Wiederholung kommen. Dennoch möchte ich direkt auf die Formulierung und die Aspekte des Gesetzentwurfs eingehen. Und in dem Gesetzentwurf der SPD ist zum einen mal die Beteiligung geregelt. Ich denke, da kommen wir zusammen an dieser Stelle. Ich glaube, das könnte sinnvoll sein. Die Frage ist die Verbindlichkeit. Da würde ich gerne noch mal die Anhörung abwarten und auch die Frage, wie die Praktiker das sehen in der kommunalen Familie. Das Thema Transparenz ist mir aus meiner Sicht das wichtigste Thema, was Sie in dem Gesetzentwurf aufgegriffen haben. Einfach einmal tatsächlich den Bedarf, den realen Bedarf und die Fragen der Umsetzung und die Zeiträume der Umsetzung mal transparent zu machen und überhaupt das Thema dadurch auf die Tagesordnung der kommunalen Ebene zu bringen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt Ihres Gesetzes. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es an dieser Stelle eine Zustimmung meiner Fraktion geben wird. Der für uns kritische Punkt, das bleiben die Kosten. Ich habe nicht einen ganz so positiven Ansatz, wie Sie ihn in Ihrem Gesetz formuliert haben, über die
bereits sozusagen durchgeführten Handlungen. Da würde ich mir bei der Frage der Kosten doch gerne von den Experten noch mal eine richtige Größenordnung nennen lassen, weil was nichts natürlich bringt, ist, wenn man Versprechungen macht den Kommunen, wir müssten da dort dann auch für die Kosten aufkommen, die wir da nicht leisten können, weil wir ja eben auch gewisse Rahmenbedingungen und Ressourcen nur zu, Rahmenbedingungen erfüllen müssen und auch nur eine gewisse Anzahl von Ressourcen zur Verfügung haben. Da wird es entscheidend sein, wie denn dort die finanziellen Erwartungen oder die Finanzen, die wir dann leisten müssten als Land, was das für eine Größenordnung ist. Da geben Sie ja in Ihrem Gesetzentwurf vor, dass Sie da noch keine Vorstellung haben oder dass das nicht ermittelbar wäre. Also da, glaube ich, ist der Kasus Knactus Ihres Gesetzes, an dem wir noch mal genau festhalten müssen, was können wir leisten, in welchem Rahmen, was ist möglich. Und da bin ich mal gespannt, was wir für Vorgaben haben. Ich glaube, Ihr Gesetz hat an zwei Punkten unsere Unterstützung. Grundsätzlich, im Detail müssen wir das sehen. Das ist die Frage der Beteiligung, aber vor allem die Frage der Transparenz. Bei den Kosten bin ich sehr kritisch. Das könnte für uns womöglich ein Grund sein, am Ende Ihrem Gesetz nicht zustimmen zu können. Aber ansonsten erwarte ich jetzt mal die Anhörung, um die Aspekte, die Sie in Ihrem Gesetz angesprochen haben, auch noch mal anders beurteilen zu können. Und somit gehen wir offen in diese Diskussion. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rock. Als nächster Redner spricht nun Kollege Reul von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, den Regierungsfraktionen aus CDU und Bündnis 90 Die Grünen liegen die behinderten Menschen in Hessen besonders am Herzen. Dies ist erkennbar an vielfältigen Initiativen der vergangenen Jahre. Unser Anliegen ist es, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen der Gesellschaft zu fördern und voranzubringen. Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und barrierefreier Wohnraum sind dafür ebenso entscheidend wie gleiche Chancen am Arbeitsmarkt und eine gute medizinische und pflegerische Versorgung. Besonders herausgreifen möchte ich dabei den Hessischen Aktionsplan für behinderte Menschen. In diesem sind sehr vielfältige Initiativen zusammengefasst und Handlungsanweisungen beschrieben. Die Integration von Menschen mit Behinderung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daher wird der Hessische Aktionsplan konsequent umgesetzt. Menschen mit Behinderung muss eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft genauso möglich sein wie Menschen ohne Behinderungen. Wir müssen weiterhin gemeinsam daran arbeiten, Barrieren für Menschen mit Behinderungen abzubauen, Chancen zur gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weiter zu verbessern sowie Maßnahmen gegen die Diskriminierung zu ergreifen. Hierbei ist die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsmarkt von enormer Bedeutung. Mit dem Hessischen Perspektivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen ist ein sehr wichtiger Impuls gesetzt worden. In Zusammenarbeit mit dem Landeswohlfahrtsverband Hessen werden bis zum Ende des Jahres 2016 insgesamt 30 Millionen Euro aus der Ausgleichsabgabe eingesetzt, um schwerbehinderten Menschen auf dem Arbeitsmarkt neue Chancen zu eröffnen. Dies bedeutet eine direkte Investition im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, um Menschen mit Behinderungen einen möglichst gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Gerade arbeitslose Menschen mit Schwerbehinderung sind bei der Wiederaufnahme einer Beschäftigung gegenüber anderen Personengruppen weiterhin unterrepräsentiert. Gleichzeitig zeigt diese Gruppe aber ein über dem Durchschnitt liegendes Qualifikationsniveau. Letzte Woche wurde der Inklusionsbeirat für Menschen mit Behinderung bei der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung konstituiert. Es wird sich mit der Vorbereitung für eine Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes mit der notwendigen Expertise und unter einer breiten Beteiligung beschäftigt. Schon in der Koalitionsvereinbarung von CDU und Bündnis 90 Die Grünen ist formuliert worden, ich zitiere, wir werden das Behindertengleichstellungsgesetz überarbeiten und an die Anforderungen der UN-Behindertenrechtskommission anpassen. Hierzu werden wir in einem Dialog mit den Kommunen eintreten. Zitat Ende. Genauso wie in der Koalitionsvereinbarung beschrieben, werden wir auch handeln. Meine sehr geehrten Damen und
Kolleginnen und Kollegen der Opposition, wie Sie wissen, und Herr Roth, ich spreche Sie da direkt an, befinden sich zurzeit einige Gesetze auf der Bundesebene in der Überarbeitung oder Neuformulierung. Dazu gehört das geplante Bundesteilhabegesetz, das sich in der internen Beratung befindet, und auch die Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes. Deshalb ist es aus meiner Sicht richtig und auch klug, wenn wir erst einmal die gesetzlichen Regelungen auf der Bundesebene abwarten und dann anschließend in die Novellierung unseres Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes eintreten. Menschen mit Behinderungen brauchen gleiche Definitionen auf allen Ebenen. Deshalb sollten wir abwarten, welche gesetzlichen Regelungen der Bund beschließt, und dann gemeinsam in einem zweiten Schritt die Novellierung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes vornehmen. Vor allem ist diese Initiative, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich das an dieser Stelle anmerken, nicht wesentlich neu, sondern ähnelt der Initiative, die Sie im Jahre 2013 schon gestartet haben. Der wesentliche Punkt Ihrer neuen Gesetzesinitiative ist die Einsetzung eines Landesbeirates, und das ist nach der Einsetzung des Inklusionsbeirates in der letzten Woche schon erledigt. Zwei parallele Gremien mit ähnlichen Aufgabenstellungen führen nämlich eher zur Konfusion und nicht zur Inklusion und nicht zur Gleichstellung behinderter Menschen mit nicht behinderten Menschen. Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sowie deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind nach wie vor die wichtigsten Ziele der hessischen Behindertenpolitik. Da der Inklusionsbeirat die Aufgabe hat, die Weiterentwicklung des Hessischen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskommission zu betreiben, ist der richtige Schritt aus unserer Sicht schon vollzogen. Deshalb, haben Sie Verständnis dafür, werden wir aus den jetzt von mir vorgetragenen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt Ihre Gesetzesinitiative nicht unterstützen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Reul. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion Die Linke. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zum letzten Satz des Vorredners kann ich nur sagen, wie schade. Jeder zehnte Mensch in Hessen hat eine anerkannte Behinderung. Das ist Grund genug, die Politik für Menschen mit Behinderung immer wieder zu überprüfen und festzustellen, ob sie noch dem Stand der Dinge entspricht. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein weiterer guter Grund, die Politik für Menschen mit Beeinträchtigung gründlich zu überarbeiten und in einigen Bereichen zu revidieren. Es ist ungefähr 3 Monate her, dass der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung seine abschließende Bemerkung über den ersten Staatenbericht aus Deutschland gemacht hat. Der Ausschuss der Vereinten Nationen sah auch 4 positive Aspekte, die ließen sich in einem Satz zusammenfassen. Die Hauptproblembereiche und Empfehlungen machten allein in der Kurzform dagegen 10 Seiten aus. Hierbei gibt es eine Reihe von Empfehlungen, die die Länder und Kommunalparlamente betreffen. Es ist erforderlich, diese Empfehlungen von Seiten der Landesregierung Punkt für Punkt durchzugehen und festzustellen, an welchen Stellen es Handlungsbedarf gibt. Ich will nur einige wenige Stellen nennen, an welchen dieser Bedarf deutlich wird. Der UN-Ausschuss fordert, dass alle einschlägigen Rechtsvorschriften von einem unabhängigen Expertengremium geprüft und entsprechend dem Übereinkommen harmonisiert werden sollen. Der Schutz von Menschen mit Behinderung vor Diskriminierung muss als umfassendes Recht entwickelt werden. Dazu sollen Daten zur Rechtsprechung gesammelt werden. Es wird gefordert, Programme für Frauen und Mädchen mit Behinderung, insbesondere Migrantinnen und weibliche Flüchtlinge, durchzuführen. Die Länder und Kommunen sollen gezielte, wirksame Maßnahmen verabschieden, um die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung in allen Sektoren und Landesbereichen einschließlich des Privatsektors zu gewährleisten. Es wird dem Bund und den Ländern aufgegeben, Zwangsunterbringungen durch Rechtsänderungen zu verbieten sowie einen inklusiven, mit dem Übereinkommen in Einklang stehenden Arbeitsmarkt zu schaffen. Die SPD hat in ihrem Gesetzantrag einige Forderungen des Ausschusses aufgegriffen. Der Behindertenbegriff wurde neu gefasst, wobei ich empfehlen würde, die Definition von Behinderung an das Sozialgesetzbuch 9 anzulehnen, damit der Rechtsbegriff langfristig nicht unterschiedlich ausgelegt werden kann und einheitlich ist. Die selbstbestimmte Wahl eines Wohnsitzes oder der Wohnform, eine Selbstverständlichkeit, ist wichtig im Gesetz zu verankern.
Die Einrichtung von Behindertenbeiräten und Beauftragten auf der kommunalen Ebene sollte verpflichtend sein, wobei wir hier sehr schnell an die Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeiten der Gemeinden und Städte und Landkreise stoßen. Diejenigen, die bisher noch keine solche Institution haben, machen dies, ich unterstelle diesmal, nicht aus Bosheit, sondern weil sie nicht nur die Einrichtung auch ehrenamtlicher Strukturen Geld kostet. Viel größer ist das Problem, die Maßnahmen zu finanzieren, die dieser Beirat dann vorschlägt. Und ihn nur zu installieren, ohne auf seine Vorschläge einzugehen, ist hohl und nicht sinnvoll. Wir sehen vor Ort durchaus die Tendenz, die Bauordnung recht großzügig auszulegen. Da wird schnell ein Stadtteilzentrum als gewerblich eingestuft oder mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand argumentiert, um einen behindertengerechten Ausbau nicht zu veranlassen. Hier wäre eine sachgerechte Ausstattung der Kommunen erforderlich, damit diesen Anforderungen der Barrierefreiheit nachkommen können. Denn ohne Geld wird es kaum möglich sein, hier die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Der Landesbeirat soll schließlich ins Gesetz aufgenommen, statt die Beteiligung von Verbänden nur durch die Landesbeauftragte zu gewährleisten. Das Gremium soll auf Spitzenverbände, Wirtschaft, Gewerkschaften und Liga ausgeweitet werden. Ich werde hier sehr genau zuhören, was die Verbände und Selbsthilfeorganisationen dann in der Ausschusssitzung dazu sagen, denn das wird hier das ausschlaggebende Votum an der Stelle sein, was deren Position dazu ist. In dem Antrag der SPD fehlen viele von den Vereinten Nationen angesprochene Themen. Insbesondere fehlt in dem ganzen Gleichstellungsgesetz die Beteiligung von Menschen am Arbeitsprozess. Und ich gebe auch zu, das ist der größte und schwierigste Brocken, der zu bewältigen ist. Aber da müssen wir uns irgendwann dran trauen. Es ist aber so, dass die Stellung einer Person im Wesentlichen durch ihren Beruf bestimmt wird, auch ihr soziales Leben. Deshalb wird die Teilhabe am Arbeitsleben als wichtigstes Mittel zur Gleichstellung von behinderten Menschen. Das ist eigentlich völlig klar, dürfte aber trotzdem die größte Herausforderung darstellen. Die Berufstätigkeit schafft nicht nur eine wirtschaftliche Lebensgrundlage für die Person, sondern sie eröffnet auch den Zugang zu Bildungsmöglichkeiten, bietet Persönlichkeitsentwicklung und ein Handlungsfeld und ein soziales Umfeld, in dem sie agieren kann. Und sie ist eine wichtige Gelegenheit, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen und einfach Teilhabe zu erleben und zu erfahren. Deswegen ist sie so wichtig. Sie ist ja viel mehr als nur Erwerbseinkommen zu generieren. Es wäre notwendig zu überprüfen, inwiefern kann bei der behinderten Arbeitnehmerin und dem behinderten Arbeitnehmer die Beschäftigungssicherung verbessert werden. Wie können Arbeitslose mit einer Behinderung in den Arbeitsmarkt wieder eingegliedert werden? Aber auch, wie kann man diejenigen unterstützen, die vorzeitig aus dem Arbeitsleben aufgrund ihrer Behinderung ausgeschieden sind? Wie können sie eine sinnvolle Beschäftigung mit einer Zuverdienstmöglichkeit finden? Schließlich geht da auch viel Know-how für die Gesellschaft verloren, wenn wir ihnen da keine Angebote machen. Und am Ende ist zu überprüfen, wie die Teilhabe der nicht oder eingeschränkt erwerbsfähigen Behinderten in Form der sozial organisierten Arbeit wie in Werkstätten oder Integrationsfirmen abgesichert werden kann. Somit wäre unseres Erachtens nach eine grundlegende Überarbeitung des Gesetzes und des Aktionsplans erforderlich und zwar dringend notwendig. Trotzdem ist dieser erste Schritt in die Richtung, den die SPD hier gegangen ist, ein richtiger und wichtiger. Deshalb noch einmal mein Satz vom Anfang. Ich finde das sehr bedauerlich, dass das die Regierungsfraktionen hier so abbügeln. Herzlichen Dank. Danke, Frau Kollegin Schott. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bocklet von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herr Reul hat gerade inhaltlich wichtige Sachen vorausgeschickt. Die SPD schlägt in ihrem Gesetzentwurf einige gute Dinge vor, die gilt es unbedingt zu überprüfen. Das sind die Fragen zu Frauen mit Behinderungen. Es ist die Frage, wie wollen wir damit umgehen, dass es einen Integrationsbeirat schon gibt, einen Inklusionsbeirat schon gibt. Brauchen wir deshalb noch einmal einen Beirat, einen Landesbeirat für Behinderte? Sie schlagen andere Anpassungen vor an die UN-Behindertenrechtskommission. All das alles ist eine richtige Vorgehensweise in die richtige Richtung. Wir glauben nur, dass das Timing gerade etwas kontraproduktiv ist, weil es nämlich so ist, dass die auf Bundesebene tatsächlich Sachen geregelt werden. Kollege Rudolph, der frei von der Kenntnis dessen ist, dass auf Bundesebene gerade gemeinsam mit den Ländern dafür gesorgt wird, dass es ein... Nee. Herr Rudolph, das können wir ja gerne mal überprüfen auf die Frage, ob Sie wissen,
dass es gerade eine Abstimmung gibt und darüber mit dem Bund, mit den Ländern, und dass man sich geeinigt hat von Länderseiten, davon abgesehen hat, momentane Länderregelungen vorzugehen. Wussten Sie das, Herr Rudolph? Wussten Sie das? Wussten wir das, Herr Rudolph? So, dann wissen wir, worüber wir bei Kompetenzen oder nicht reden. Offensichtlich bei Ihnen hat sie gefehlt. Deswegen braucht man nicht sagen, der eine oder andere will sich drücken. Es geht darum, dass auf Bundesebene gesagt wurde, bitte lasst uns das doch mal einheitlich regeln in Gesprächen mit den Ländern. Und da macht es doch auch jetzt keinen Sinn, in dieser Situation ein eigenes Ländergesetz zu machen. Allein schon dieses hat also etwas mit dem Timing zu tun, Herr Rudolph. Das ist alles natürlich etwas strapazierend, wenn man schnell ein Gesetz einbringt, ohne sich zu informieren darüber, wie es gerade auf Bundesebene diskutiert wird. Und das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz wird in direkter Zusammenarbeit mit der Erarbeitung, im direkten Zusammenhang mit der Erarbeitung des geplanten Bundesteilhabegesetzes stehen. Wenn man all das weiß, ist es momentan ein schlechtes Timing. Ich sehe beim Herrn Kollegen Roth wenigstens Verständnis dafür, dass wir in vielen inhaltlichen Dingen wie der Anpassung an das Wording, dass wir nicht unterschiedliche Begriffe haben, nicht weit auseinander sind, dass wir Frauen mit Behinderten tatsächlich auch größeren Stellenwert einräumen wollen, dass wir verschiedene Punkte, die die SPD in diesem Gesetzentwurf angesprochen hat, tatsächlich auch in den Ausschüssen fachlich prüfen wollen, uns dazu eine Anhörung anhören wollen. Aber was unglücklich ist, dass das Timing, wenn wir zu dem Schluss kämen, jetzt hier ein hessisches Gesetz zu machen, und 6 Monate später gibt es auf Bundesebene eine Fülle von neuen Regelungen, müssten wir wieder ein Gesetzesvorhaben einleiten, um alles neu aufzurollen. Und allein dafür ist das Timing schlecht. Aber wir warten die Beratung ab und lassen uns überraschen. Aber in dieser Stunde ist es einfach für unseren Geschmack einfach zu früh und zu schnell, weil die Bundesebene uns aufgefordert hat und wir uns mit den anderen Ländern geeinigt haben, eben diesen Prozess der Evaluation abzuwarten. Wenn man das alles weiß, war das einfach ein halbes Jahr zu früh. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der von der SPD vorgelegte Gesetzentwurf ähnelt in seinem Wortlaut oder ist auch fast identisch mit dem ebenfalls von der SPD-Fraktion vorgelegten Entwurf zur Veränderung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes vom 7. Juni 2013. Ich will erst einmal festhalten, dass ich denke, dass es fraktionsübergreifend eine Einigkeit darüber besteht, über Grundstruktur und Aufbau des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes sozusagen mit dem Charakter eines Postulationsgesetzes und dass eine spätere Novellierung in dieser Form nur den Rahmen und eine Definition vorgeben kann. Ein dezidierter Regelungsgehalt muss allerdings wie bisher auch in den jeweiligen Fachgesetzen folgen. Und eigentlich könnte ich sagen, inhaltlich kann ich mich auf das beziehen, was ich zu diesem Gesetzentwurf in der 18. Legislaturperiode gesagt habe. Aber es gibt ein paar Punkte, die in der Zwischenzeit natürlich weiter vorangeschritten sind. Ich will an der Stelle deutlich sagen, dass ich es durchaus begrüße, dass die Fragestellung Maßnahmen für Frauen mit Behinderungen Erwähnungen finden und ausdrücklich zulässig sind, weiterhin durchaus eine Präzisierung der Paragraphen bezüglich des Wunsch- und Wahlrechts beim Wohnen diskutiert werden können. Aber, und das muss man auch sagen, betrifft dieser Gesetzentwurf natürlich auch Fragen von Menschen mit mehrfachen Sinnesbehinderten, wie z.B. Taubblinde oder Hörsehbehinderte, wie dort geeignete Kommunikationshilfen zur Verfügung gestellt werden können und sollen. Wir haben in den Koalitionsvereinbarungen das unbefristete hessische Behindertengleichstellungsgesetz so behandelt, dass wir vereinbart haben, dass diese an die Erfordernisse und an den Wortlaut der UN-BRK anzupassen sind. Entscheidend ist aber diesbezüglich der Zeitpunkt und die Frage nach der sinnvollen Einbettung in bundes- und landesspezifische Aktivitäten. Das ist eben auch schon einmal dargelegt worden. Es ist klar zu kommunizieren, dass diese Anpassungen erst dann Sinn machen, wenn die entsprechenden Novellierungen auf Bundesebene abgeschlossen und vereinheitlicht sind. Ich meine hier das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz und die Überlegungen zur Einführung eines Bundesteilhabegesetzes. Deswegen sollten wir uns hier nicht ohne Not unter Druck setzen lassen und Festlegungen treffen, die Menschen mit Behinderungen in Hessen gegebenenfalls in eine andere Situation versetzen als Menschen mit Behinderungen in anderen Ländern, weil das natürlich Ausfluss der bundesgesetzlichen Regelungen sein kann.
Deswegen müssen wir nach Auffassung der Hessischen Landesregierung erst einmal das Dach abwarten, bevor wir in den Lex Specialis und auch in den Ländergesetzen entsprechende Regelungen treffen können. Weil eines muss uns, denke ich, einen, dass wir versuchen wollen, den möglichst barrierenfreien Zugang zu allen Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Das haben wir getan. Ich will an der Stelle sagen, dass sich das Land Hessen sehr deutlich in den Staatenbericht für die UN-BRK mit eingebracht hat. Am 27. März hat der UN-Fachausschuss für die Rechte mit Menschen mit Behinderung den ersten deutschen Staatenbericht in Genf abschließend geprüft. Auch hier mahnt der Fachausschuss die Bundesregierung an, Anpassungen vorzunehmen. Der jetzt in § 2 des vorliegenden Gesetzentwurfs formulierten Äußerungen würden dieser Prüfung durch die Bundesregierung vorgreifen, und es ist dann schwierig, ob sie später kompatibel wären. Im Hinblick auf das Bundesteilhabegesetz sieht der Zeitplan vor, bis Mitte 2016 das Gesetzgebungsverfahren abzuschließen. Auch hier wird derzeit in einer Bund-Länder-Kommunal-AG in diesem Zusammenhang unter anderem die Neudefinition des Behindertenbegriffs diskutiert. Die Novellierung des Bundesgleichstellungsgesetzes. Auch hier ist momentan der Sachstand so, dass zu Beginn des nächsten Jahres die Beratungen anlaufen sollen. Ein erster Entwurf wird noch in diesem Jahr erwartet und mit den Ländern und den Verbänden besprochen werden. Auch hier sollten wir erst einmal diese Diskussionen abwarten. Das heißt aber nicht, dass wir in Hessen untätig geblieben sind. Im Rahmen der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wird ein Prüfraster als Hilfsmittel erstellt, das die Normprüfung erleichtern soll, die Überprüfung des hessischen Normenbestandes anhand dieser von dem Max-Planck-Institut entwickelten Leitfadens setzt eine entsprechende Selbstverpflichtung der Landesregierung um. Diese systematische Überprüfung betrifft auch das Postulations- oder Rahmengesetz Hessisches Behindertengleichstellungsgesetz. Vorgeschlagene Änderungen werden als Material in die systematische Überprüfung einbezogen werden. Wir haben einen Inklusionsbeirat vereinbart. Der hat am 16. Juli seine Arbeit aufgenommen. Insofern wird auch diese Expertise mit einbezogen, sodass es heißt, selbst wenn momentan noch nicht die entsprechenden Vorlagen auf Bundesebene da sind, ist in Hessen kein Stillstand eingetreten. Und das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz wird entsprechend der Vereinbarung im Hinblick auf in der Koalitionsvereinbarung auch im Hinblick auf die Anforderungen der UN-BRK geprüft werden. Es besteht aber wegen der Unbefristetheit momentan kein Zeitdruck. Wir sollten die Diskussion ernsthaft führen. Wir sollten sie aber unter den Gesichtspunkten führen, dass wir hier eine Einheitlichkeit auf Bundesebene herstellen, sodass Menschen mit Behinderungen sich auch in jedem Bundesland entsprechend aufgehoben fühlen. Das heißt aber, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, müssen abwarten, was auf Bundesebene uns vorgelegt wird. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf in den SIA.